Hallo, das Dusselchen hier. Und der hat reingeredet, obwohl ich sie verboten habe. Sag hallo. Hallo. Jetzt, wo du schon getan hast. Morgen. Das ist Neftis Gaming. Guckt bei ihm rein und er wird heute Gast in unserem Part sein, während wir die Arena machen. Sag, mit was soll ich in den ersten Trainer reinrennen? Such dir etwas aus. Lass mich mal überlegen. Ja? Nehmen wir Oscar. Oscar? Oscar. Oscar. Jo. Mit Oscar, okay. In welchen der beiden? Ist mir Wumpe, rechts oder links. Gewinner gehen immer nach oben. Meine Pokémon und ich. Warte, warte, der ist männlich, du sprichst den. Meine Pokémon und ich sind aneinander gebunden. Bei unserer Freundschaft, ja, genau. Noch ein bisschen früh morgens. Unser Band wird niemals brechen, so. Genau. Oh, genau. Genau, mach mal. Mach mal. Komm, du darfst heute kämpfen. Yoshi! Guck mal, der ist Yoshi! Oh, nicht schlecht. Gliga, was ist denn? Ach so, ein Skorga. Oh, klar. Oh, ja, Level 27 ist klar, ne? Mhm. Ja, das kriegst du auch hin. Oscar schafft das. Mhm. Rums, komm, zackig. Ja, chill mal. Ganz ein bisschen mehr hätte er doch schon abziehen können. Ich habe ganz vergessen, dass das super effektiv ist. Ganz ruhig. Das ist nur Oscar, okay? Das ist auch nur Glut. Das ist kein Flammenwurf. Ich kenne die ganzen englischen Namen nicht. Darauf komme ich immer noch nicht klar und werde es wahrscheinlich auch nie klarkommen. Du wirst dich dran gewöhnen. Das ist nicht wahr. Ja, doch. Oh, Kacke. Hallo. Material Artists sind das übrigens. Martial Arts heißt es immer noch. Kampfkünstler, Martial Arts. Da steht Black Bob. Ja, Schwarzgürtel. Natur! Och, wie niedlich. Ach ja, guck mal. Haben die eigentlich im Englischen andere Sprites als in Deutsch? Nein. Okay. Weil ich kann mich an die Sprites nicht mehr erinnern. Oscar, guck mal, ja, das sind auch andere, weil es Crystal ist. Du hattest nur Gold. Nee, du hattest auch Crystal. Egal. Hey Oscar, du weißt, musst wissen, Oscar liebt Vögel zum Nachmittag, besonders gegrillt. Und am Morgen und Mittag. Ist ja auch lecker, ne? Ja, ne? Gegrillte Natus. Flambierte Natus vor allen Dingen heute. Lecker, ne? Ja, ja. So. Macht Spaß. Anderes Pokémon, such dir was aus. Anderes Pokémon, such mir was aus. Ja? Was nehme ich denn? Ich glaube, ich nehme Fiona. Fiona. Jawohl. Ach, unser Mrs. Ich kann kein Damage machen. Genau, weil ich möchte, dass du leidest. Hallo! Hast du Stärke schon? Ja, aber ich hab's noch nicht beigebracht. Muss ich mir gleich aussuchen. So. Sag mal, bist du auch immer zu faul, Leuten Blitz beizubringen? Beziehungsweise hast du nie ein Blitz-Pokémon dabei? Ich hab's nicht beigebracht, nein. Ich könnte es aber Togepi beibringen, das gammelt auf der Bank. Ich hab letztens... Ach, guck mal, ein Quiekel. Das ist scheiße, das ist Eis. Nichts für Fiona. Dann wechsel aus. Ja, das ist was für Oscar. Letztens, mitten während der Pokémon-Aufnahme, hat mich jemand gefragt, ob ich auch immer zu voll bin, meinen Leuten Blitz beizubringen. Er geht jetzt schon seit 2 Stunden in der Höhle rum, weil er keinen Bock hat, Blitz beizubringen. Aua, aua, aua. Danke. Seismischer Wurf, was auch immer das auf Deutsch heißt. Das ist ganz blöd übersetzt, oder? Geowurf nehme ich mal an. Das könnte durchaus sein, ja. Naja, Fiona war vorne im Kampf. Was hast du noch? Ja. Da, oder? Ja. Ja. Dein Denise ist das. Ach, mein Denise, ja herrlich. Das ist so niedlich, oder? Mhm. Ja. Ich hab gestern mein Angezockt hochgeladen von Vortex. Und ich habe da so viele Views drauf, wie ich sonst nicht in 3 Tagen krieg. Im anderen Video, außer Portal. Portal verkauft sich gut. Ey, es wundert mich nur gerade. Du sollst ja nicht Eigenwerbung machen, du sollst mitkommentieren. Es war keine Eigenwerbung, das war eine seltsame Feststellung, weil nein, ruhig. Okay. Dann bin ich ruhig und sag nichts mehr. Nein, du sollst keine Eigenwerbung machen, das stinkt. Du sollst nicht stinken, geh duschen. Du stinkst schon, siehst du? Geh duschen. Ja. 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 Nachher irgendwann. Der hieß Nob. 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 Immer noch besser als Snob. Besser als Nob. War schlecht.
Der war sehr schlecht, ja. Mhm. Stärke! Aber ich einfach über einen schlechten Witze. Strength. Na? Die Auswahl ist berauschend. Hm? Anne. Ja, ist okay, komm schon. Anne Kaffeekanne. Schatz, hör auf, meine Pokémon zu verarschen. Das war ein Lied, das ich als Kind sehr gemocht habe. Ist gut jetzt. Ja, Kindheitserinnerung und so. Wie mein kleines Ampharos kleine Steinchen verschieben kann. Jo, kleines Elektro-Pokémon passt schon. Bums. 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 Was habe ich vorne? Fiona, ne? Mhm. Verdammt. Bei Raging Festival schmetter your Pokémon. Schmetter your Pokémon. Genau. Ja, ist klar. Genauso soll ich sagen. Oh nein, ey, nimm das weg. Nimm das weg. Nimm das weg. Hitmonlee. Ich räche mich jetzt. Was denn? Hat ein Kikli deinen Fred besiegt? Nee, ich glaube, es war Nocturn. Aber ich räche mich jetzt. Denn ist die Rache für Fred. Denn ist ja neu im Team. Musste Hallo zu ihm sagen und nett sein. Heide. Hallo, ich bin ein hübscher Junge. Mhm. Nakata, oh. Ein Tauboss oder was ist das? Ja. Guck mal, voll gefährlich. Jo, sehe ich auch so. Das ist das gefährlichste Pokémon, das mir seit Tagen begegnet ist. Mhm. Ich habe noch nie was Gefährlicheres gesehen. Was hast du noch im Angebot, Junge? Mankey. Ja, noch gefährlicher, ist klar. Also irgendwie hat er nichts außer kleinen Flauschebällchen, Mäuschen und ja, einem Riesenfuß. Fuß. Du bist heute nicht auf der Höhe, oder? Fassroda. Du bist heute nicht auf der Höhe. Nee, nicht ganz. Ich bin immer noch müde und gähnt vor mich hin und so. Ich merk's. Doch. Ich nehme mich nie wieder mit in mein Let's Play. Ach, so schlimm ist es auch nicht. Doch. Ich hatte ja schon schlimmere, als ich selber aufgenommen habe, hatte ich schon schlimmere Tage. Viel schlimmere Tage. Dann nimmt man nicht auf. Hm? Das endet dann in so einem 8-Minuten-Part Pokémon. Mhm. Ich könnte ihn jetzt beenden, dann hätten wir so einen 8-Minuten-Part. Ja. Mhm. Nee, ich glaub, der meiner, der war 9-2 oder so. Gut, 9-2, ich merk's mir. Jetzt hab ich den Mist schon wieder schieben. Hallo, schieb mal. Anne, mach mal. Los, Kaffeekanne. Hörst du jetzt auf? Ich leg gleich jetzt Skype auf. Oh. Aber ich mochte das Lied so gern. Für mir egal. Guck mal. Mit den kleinen Händchen kann sie schieben. Jo. Jo. Mit so kleinen Stümmelchen. Der ist ja fast wie so ein T-Rex, ne? Anne, mach mal Liegestütze. Das kann sie. Ja. Guck mal. Ich weiß nicht, ob das sein Gesicht sein soll oder ob das ein Teil seiner Nase oder seines Bartes sein soll. Es ist ein Bart. Nein, das meine ich nicht. Hier, die zwei Punkte und der Strich. Das sieht so lustig aus. Ja, das sind seine Augen. Und das soll der Mund sein? Und, Ja, und... Nee. Der hat irgendwie zwei dunklen Schwarzen sind seine Augen. Dazwischen hat er so einen Schatten, das ist seine Nase. Das ist doch keine Nase! Stell dir das mal als Gesicht vor, die Punkte und dann der Strich. Ich kann ihn nicht ernst nehmen. Ja, wenn man die Punkte unterstrich, wenn das ein Gesicht ist, dann ist er echt ein bisschen bekifft. Sieht echt lieblich aus, oder? So ungefähr guckt er. Ja. Ich kann ihn nicht ernst nehmen, der weiße Arena-Leiter. Ich sollte ihn verdammt ernst nehmen. Ja, aber es macht nichts. Nieder Chuck. Chuck Norris oder so. Mm. Oh, ein Zubat. Hallo, Zubat. Fiona? Du weißt, was du zu tun hast. Wie ist das eigentlich bei den Arenen hier in der Nuzlocke Randomizer Challenge? Kann man sich darauf einstellen, was die haben? Nein. Irgendwas blinkt bei dir in Sky. Ja, und? Dann soll es doch blinken. Ja, wahrscheinlich das Veggie. Ja, kann sein. So. Aber das Zubat, das schaffst du doch. Das sollte doch eigentlich kein Ding sein. Ja, Fiona macht halt nicht effektive Attacken und so. Mal gucken, ob Kat stärker ist.
Ja, super. Ich glaube, Cut war bis jetzt noch nie irgendwo effektiv, aber stark ist es schon. Nein. Na, stark ist es nicht, aber stärker als Acid im Moment. Jo. Oh Gott, nein. Stilix. Dreimal darfst du raten, was es ist. Stalos? Mhm. Stolos. Nee, Stalos. Stolos ist wieder was anderes. Echt? Level 30, ne? Mhm. Wasser? Das wundert mich aber so sehr. Ich habe vor, gegen die Arena-Leiterin kämpft, ihr höchstes Pokémon war 35. Das irritiert mich jetzt. Ja. Nein, kein Wasser. Feuer, Stahl, verbrennen. Okay. Ich hab als kleines Kind habe ich mir immer gedacht, Stahl rosten Wasser. Nee, du musst es schmelzen. Das kann unser Oskar ziemlich gut und räumt jetzt hier die Erfahrungspunkte ab. Jo. Das war's aber auch schon. Das Lustige ist, im Original hat die Arena-Leiterin, die ich vorher gemacht habe, ein Stalos. Ja? Mhm. Und dann? Yeah, Geld! Jawohl. Storm Bash. Ja. Das Gesicht, ne? Oh, ich hab verloren. Ja, ich bin immer noch high. Passt schon. Okay, es ist so geil. Ja, so. Was? Ich kann Fliegen benutzen. Wo krieg ich denn Fliegen her? Keine Ahnung, soll ich nachgucken? Nein. Nein. Nein, ich such's mir jetzt. Ich geh jetzt nochmal in jedes einzelne Haus. Vielleicht gibt mir doch irgendeiner Fliegen. Hey, möchtest du mir Fliegen geben? Nein, du möchtest mir Sachen verkaufen. Wo bist du denn gerade, in welcher Stadt? Keine Ahnung. Also ich wissen, wie die auf Englisch heißt. Ach ja, du wolltest mir ein Pokémon schenken. Genau. Aber ich darf es nicht annehmen, ich habe in der Stadt schon was gefangen. Okay. Das Wasser gehört auch noch zur Stadt und da ist ein wildes Pokémon aufgetaucht und ich habe es gefangen. Okay. Gibst du mir Fliegen? Gib mir Fliegen. Ja, nee, doch, komm. Erzähl mich das Mythical Sea Creatures. Ja, Lugia. Hiding there. Jawohl, passt schon. Gib mir Fliegen! Nee, ich glaube, du kriegst Fliegen woanders. Ja, guck nach. Pokiwiki. Pokiwiki. Was ist das vor allem 1, ne? Nein, 2. 2. Du bist echt kein Held, ne? Gib mir Fliegen, du Angler! Menu! Ich hätte so gerne. Gib mir Fliegen, Omi. Fliegen, Anemonia City. Oh, wo bin ich jetzt? Weiß nicht. Guck auf die Karte, dann weißt du's. Ja, das ist Englisch, du. Hör auf mich anzurufen, Junge. Ich habe keinen Bock, gegen dich zu kämpfen. Nein. 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 Danke. Guck mal auf die Karte, dann kann ich sie sagen. Ja, chill mal. Poke Hill. Steinwood City. Okay. Ja. Das muss Anemonia City sein, außer Anemonia City ist. Moment. Ups. Ist das da, aber das war Hakuni City. Das muss es sein. Ja, ist es auch. Ja, wo zur Hölle kriege ich Fliegen her? Mach ein Foto mit mir, Bitch. Los, ich will ein Foto. Gib mir Foto. Ja. Lass mich sehen. Mach Foto von Fiona. Fiona ist hübsch. Hübsch derb. Ach so, ja, dafür brauche ich einen Printer. Stimmt ja, da war ja was. Gib mir Fliegen, du Bitch. Gib mir Fliegen. Nein! Gibst du mir Fliegen? Nein! Gibst Fliegen? Gibst. Pokémon Center? Gibst du mir Fliegen? Ich hab dich lieb! Gibst du mir Fliegen? Der wievielte Orden war das jetzt? Der 6. Du kannst auch, wenn es da steht, in Ding City. Dann sag mir doch verdammt doch mal, wo. Das steht da leider nicht bei. Da steht nur die Stadt. Dann guck auf Bulbapedia.
Deswegen gucke ich jetzt gerade in die Lösung rein. Wie dumme Fliegen. Na. Ich hab's. Ja? Mhm. HM2. Die liebe Frau hat es mir gegeben. Ach, ist sie nett zu dir. Na? Gott. Hm? Gut, gut, dass ich ein Flug-Pokémon dabei hab, ne? Fly, use. Hast du schon Suicune gesehen? Ja, chill, hab ich schon. Okay. Dan. Dan, komm, lern mal. Ja. Also gegen Rasap und Quappo hättest du das geschafft? Bitte was? Rasap und Quappo wären die Original-Pokémon gewesen vom Arena-Leiter. Rasap mit Dan. Und Quappo mit, ja, irgendeinem Blitzvieh von mir. Ich hab das zwei. Jojo, hättest du hingekriegt, wa? Natürlich. So, Dan, flieg mal. Auch sehr interessant ist, dahin. dass eine Kampfarena im Englischen den Windorden verleiht und im Deutschen den Faustorden. Beziehungsweise, ja, es ist das Stormbadge, also Sturmorden sozusagen. Ja, es ist ja direkt am Meer gelegen, was wieder Sinn macht, und seine Frau gibt mir Fliegen, also. Ja, macht wieder Sinn, ne? Ja, normalerweise müssten die Orden aber doch eigentlich zur Arena passen, oder nicht? Ähnlich an die erste Generation, wo die Orden vertauscht wurden, es bis heute nicht behoben wurde. Ja, gut. Aber andererseits müssten sie dann die erste Generation nochmal neu auflegen, das wäre, glaube ich, zu teuer. Ach. Nein, sie haben es sogar in dem Remake nicht behoben. Blattgrün und Feuerrot. Komm schon. Ja. Es könnte natürlich auch sein, dass sie es vergessen haben, beziehungsweise keinen Einblick darauf hatten. Darf ich hier ein neues Pokémon fangen? Ja, darf ich. Aber nicht. Erst kämpfen wir gegen diesen Trainer, okay? Sprech ihn mal, du bist cool. Von mir aus sprechen auch auf Englisch. I can do so much with my Pokémon. It's super fun. Fun? Jawohl, ich wollte ihn so ein bisschen dörf machen. Camper Spencer. Oh, Bud Spencer, wa? Kabo. Das ist cool. Ich hätte auch gern ein Dragosso. Ich mag Dragosso lieber als Knogger. Viel lieber. Wieso? Weiß ich nicht. Ich mag's lieber. Das ist einfach. Kann ich so nicht sagen. Ich mag Knogger nicht so gerne. Fiona, du bist heute wieder so nützlich. Oh ja, so furchtbar nützlich. Mhm. Schaden gleich null irgendwie, ne? Mhm. Das ist Fiona. Och ja, Silberblick mich auch noch eine Runde. Ist schon okay. Aber Fionchen, das ist unser kleines Fionchen, das ist halt so. Man gewöhnt sich dran. Dafür hält sie eine Menge aus. Jo. Was hast du jetzt im Angebot? Los, erzähl, was du im Angebot hast. Oh. Pinsir. Jo. Ja. Hi, Oscar. Ne? Freust du dich schon auf die nächste Stitti mit den Alfruiden? Stitti? Shitty. Wieso Alfruin? Da bin ich doch schon längst dran vorbei. Ja? Ja, das ist ganz am Anfang. Was weißt du überhaupt über Pokémon? Nee, ich guck gerade in die Komplettlösung rein. Da stehen die Alfruinen jetzt erst als nächstes drin. Du sollst in die Komplettlösung gucken, ich gehe meinen eigenen Weg. Hey Oscar, du bist der erste Level 36, oder? Wie fühlst du dich das an? Wuff? Ah, okay. Corsola, ja, okay. Anne, du darfst mir was anderes außer Stärke benutzen. Ich glaube, das war jetzt doch nicht so schlau. Corsola. Ich glaube, Anne trifft gar nicht. Warte. Muss ich ausprobieren? Doch, sie trifft. Ja, müsste eigentlich. Ich dachte, das wäre Boden. Aber das ist Gesteinwasser wahrscheinlich. Ja. Ja, genau. Ja, dann hätte ich aber Dings draußen lassen müssen. Brandy, die ist doch Gesteins-Pokémon. Mann. Was willst du, Mami? Hi, geht's dir? Ich hab beim Shoppen was Geiles gefunden. Ich hab es mit deinem Geld gekauft. Tut mir leid. Ja, jedes Mal wieder. Wir dürfen was fangen. Und es ist. Ich mach die Augen zu, erzähl mir, was es ist. Ein Rhino. Rehorn. Das erste Pokémon. Nein, nicht das erste. Aber jetzt bin ich durcheinander. Egal, fangen wir es. Oh nein, ich habe so eine Angst vor deinem Tail Whip. Besonders, wenn er nicht mal trifft. Jo.
Könntest du es natürlich auch töten. Es ist männlich. Wieso soll ich es töten? Ich darf nur ein Pokémon pro Route fangen und es war das erste. Bin ich doof? Tötet es? Wer weiß? Great Ball? Ist es Superball ja. oder was? Okay. Ich habe keinen normalen mehr. Die ist mir ausgegangen am Bullpix. An dir. Ja, es ist ein Männchen, oder? Ja. Ja. Es kann sich erinnern. Aber nur an eine Sache. Immer nur an eine Sache. Wow. Das ist toll. Ich möchte was essen. Jetzt habe ich Durst. Was wollte ich davor? Männlich. Wie nennen wir ein männliches Rehorn? Ja, mit dem Kopf durch die Wand. Man könnte es Dirk nennen. Nein, das ist nicht lustig. Wie nennen wir ein männliches Rehorn? Oder nach meinem Vater. Das würde auch passen. Nein, es ist nicht lustig. Ich nenne es jetzt... Rolf. Rolf. Rolf ist auch gut. Rolf, das Rehorn. Rolfi. Nein, Rolf. Was hätten wir noch fangen dürfen? Irgendwas, was jetzt sich toller gefallen hätte, aber Rehorn ist schon ziemlich cool. Rehorn ist nicht so meins. Ich mag keine solche Pokémon nicht. Das finde ich nicht cool. Octillery. Ich glaube, als ich selbst gespielt habe, habe ich nie ein Octillery gefunden. Ich auch nicht. Nie. Ich auch nicht, wie gesagt. Es ist eigentlich so sau selten. Anscheinend. Wahrscheinlich nur an einer bestimmten Stelle zu 1% angeln. Zu einer bestimmten Tageszeit. Jawohl. Das ist Pokémon, das macht doch Fun. Da tippe ich drauf. So, noch irgendwas, was ich hätte haben wollen? Das wollte ich nämlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Was hast du nochmal als Anfangs-Pokémon genommen? Turtok. Ah ja. Ein bisschen Randomizer. Ja. Ja, stimmt. Das ist cool. Hallo, Nidorina. Fiona. Einmal Acid, bitte. Das hätte ich auch gern gehabt. Nidorina? Auch nicht so meins. Wieso? Weiß nicht. Also, in dieser Edition habe ich kaum Sachen, die mir gefallen. Fällt dir denn ganz, überhaupt? Ganz wenig nur. Lass mich mal überlegen. Also ich fand Ho-Oh schon immer ziemlich cool. Entei und Sekun. Ich rede nicht von Legendären, die zählen nicht. Feuerigel, das war's dann glaube ich auch. Das ist übrigens von der ersten Generation, das weißt du, ne? Feuerigel? Nein. Also das, ja. Egal, gut, das war's für heute, Leute. Ich lasse den Herrn wieder in sein Bett verschwinden. Der ist echt nicht auf der Höhe. Nee. Um 12:30 Uhr mittags. Ja, keine Ahnung. Montags. Es ist Montag. Jawohl. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.